Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 8. Ja, die Schlacht von Yi Ting steht an und Yu Ying macht sie schon bereit. Wir werden Yu Ying spielen. Einfach so, ich meine, ich könnte mich echt nur schwer entscheiden, aber ich sehe mehr Chancen, dass ich einen von den beiden nochmal später spielen kann. Bei Yu Ying weiß ich es nicht todsicher. Aber wie ich schon mal gesagt habe, ich werde wahrscheinlich sowieso irgendwann mal jeden gezeigt haben. Weil das Spiel hat ja noch ein bisschen mehr zu bieten, ne? So, Yu Ying also. Waffen ausrüsten. Der Gigi. Wir haben tatsächlich das Schlachtball schon. Das ist schön. Zwei verschiedene Formen auch. Das freut mich. Wir nehmen also einmal das hier. Und einmal das hier. Hierzu muss ich, glaube ich, gar nichts mehr sagen. Nein. So. Was nehmen wir dazu? Nehmen wir Steinmerker, komm. Los geht's. The wife of the dragon will fight with pride. Ein bisschen Lagerstimmung, okay. Einen Berg zu verteidigen ist ein Taktikklassiker. Doch der Kanzler hat es verboten, bevor die Schlacht begann. Es bringt nichts darauf herumzureiten. Ich werde das Ruder herumreißen. Ich mache mir Sorgen um die, in dieser Schlacht leiden. Wie lange können sie noch durchhalten? Sima Yi wird auch bald hier sein. Ich will sie so schnell wie möglich retten. Aber unter diesen Umständen... Unsere Verbündeten retten und dann Rückzug. Ich denke, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das in die Tat umsetzen kann. Meister Zhao Yun wird sich bald hierher aufmachen. Es sollte ihm gelingen, uns den Weg zu ebnen. Ihr seid mir schon einer, Guan Xing. Ihr könnt unter diesen Umständen noch verschiedenste Pläne aushacken? Ja, Pläne zu entwickeln machen wir gar nichts aus. Es macht euch nichts aus? Das ist mal wieder typisch. Ich kann verstehen, wie Masu sich verhalten hat. Er muss sich sehr unwohl fühlen, weil Jiang Wei hier ist. Gut. Masu ist am Bergbipfel vom Feind umzingelt. Wenn wir uns nicht beeilen, ist er verloren. Es gibt jedenfalls nur einen Weg, auf dem wir vorrücken können. Alle anderen hat Zhang He mit Felsen versperrt. Sein Lager am Gipfel aufzuschlagen, war der Fehler meines Schülers Masu. Ihn überhaupt hier in Jieting zu stationieren, war der meine. Wir beide müssen uns die Schuld für dieses Desaster geben. Die Männer, die jetzt leiden, trifft keine Schuld. Ich bitte dich, voller Scham, rette so viele dieser unglücklichen Soldaten, wie du nur kannst. After aiding Masu's unit, we must withdraw from Jieting. I ask you all to move quickly. Understood, Chancellor. I shall rescue Master Masu immediately. Paths which are not blocked off are sure to contain some kind of trap. Make sure to proceed with caution. I understand, my lord. Come forth. I shall teach you a thing or two about battle. With each victory, I grow even stronger. Predicted. Let's fight them off and push on ahead. I'm going to have your head. Witness my strategy. Oh.
grow even stronger. The ambush troops are gone. Let's go and assist Master Masu. Your skills are very impressive. Well done. Ah, the Shu forces have arrived. Let's see how they fare against our superior weaponry. Our progress will be seriously impeded as long as that ballista unit is around. Reviewing my strategy. With each victory, I grow even stronger. Excellent. The enemy's ballista have been disposed of. Now, let us push forward. I have never seen such bravery. Come on, what are you waiting for? Let's get this fight started. I must give it my all. Very nicely done. You are quite the warrior. This was also a trap, I see. We must try to get out of here as quickly as possible. Now, we can... I'll let you go for now. Don't think you've won. With each victory, I grow even stronger. That took up a great deal of my time. Now I really must hurry. Seeing such awkward and ungraceful officers on the battlefield, I shall display the results of my research. Master Masu will need to take responsibility for this defeat. However, I refuse to let him die by the hand of our enemy. This is for the sake of Lord Zhuge Liang. I will not let you deter me from my duty. Now, witness my strategy. Yeah.
style must not be soiled by defeat. I shall return. You have come to rescue me, even after the terrible mistake that I have made. Come, Master Masu. Let us return to the main camp. The Chancellor is waiting for you. The Wave Force's main unit is approaching. It is being led by Suma Yi. His prized disciple is a fool. Perhaps I have overestimated Zhu Liang. We are not prepared to take on this larger force. We must avoid the enemy and fall back to our main camp. That's some excellent fighting. Okay, the enemy has arrived. Release the boulders and block the Shu advance. I studied hard to perfect my skills. Time to display the results of my research. This will put a halt to our retreat attempt. We must defeat the officer in charge if we wish to stop their strategy. The boulders have been stopped. You have my gratitude. Now we can resume our withdrawal. Allied reinforcements are approaching. They have been ordered to defend the main camp in order to aid your escape. I shall defend this camp until you can return. Everybody, make haste in your retreat! If only we hadn't taken a position on the mountaintop. So is this as far as we go? Chancellor, forgive me. Lord Masu has been surrounded by the enemy. Master Masu. Very well. I shall go to his aid at once. Now, this is my strategy. Very nicely done. You are quite the warrior. I am Guo Huai. I shall show you no mercy. I've studied hard to perfect my skills. Healthy. This would be so much easier. With each victory, I grow even stronger. You are safe. Now, we must be on our way. This is where you are destined now, to die. Witness my strength! I show no mercy! Such strength! I'm pulling back! With each victory, I grow even stronger! You are simply amazing in battle! I have never seen such bravery! Where did I go wrong? Don't look too good. You got the advantage. There's no way we'll let you escape. Now, witness my strategy! I don't see any way out of this. Perhaps this battle is to be my last. Victory, I grow even stronger.
I've pursued you for some time. There's no way I'm gonna give up now. The name is Suma Zhao. Not that you need to remember it or anything. Witness my strategy! Time to display the results the enemy of my forces research. Have arrived. This is sure to hinder our retreat. The enemy again. Thank you very much. Now let's push forward. We have almost reached the main camp. Hang in there, Master Masu. Yes, you're right. I shall do my best to keep my spirits up. The enemy is stationed in front of our main camp. I'm not sure if we will be able to make it to safety. Thank you once again. Now let's hurry back in the direction of the main camp. Now, with the main camp is just a stone's throw. Chancellor. This defeat has damaged the Northern campaign. The fault lies entirely with me. I am the one who put you in charge. If the fault lies with anyone, it is with me. No! Good work must be rewarded, and failure punished. Chancellor, please make your just pronouncement. Trotz schmerzlicher Verluste gelang es den Schultruppen, der Vernichtung bei Yeting zu entgehen. Aber Zhuge Liang wollte nicht aufgeben und unternahm weitere Versuche, nach Norden vorzudringen. Beide Seiten mussten schon bald erkennen, dass sie sich in einer Pattsituation befanden. Die Kämpfe wogten für weitere 6 Jahre hin und her. Das Königreich Shu und seine Krieger waren bis an ihre Grenzen erschöpft. Zudem erkannte Zhuge Liang, der alles für den Vorwurf nach Norden gegeben hatte. Er erkrankte. Sein Leben hing am seidenen Faden. Er hatte nur noch wenig Zeit. Deshalb riskierte er in einem letzten verzweifelten Versuch alles. Zhuge Liang verbarg seine Krankheit und führte die Hauptstreitmacht der Shu-Truppen in die Schlacht. Er traf auf Sima Yi und die Weltruppe im Distrikt Fufeng, der Wuzhang-Ebene. Zhuge Liang, Jiang Wei, Ma Dai, Xing Kai waren von einer ihres Anführers noch motiviert und brannten auf den Kampf. Die Zukunft der Shu hing von dieser speziellen Schlacht ab. Ja, die große Schlacht der Wuzhang-Ebene. Das war mal so immer früher so eine Art Finalschlacht in älteren Teilen, aber ja, mittlerweile gibt es ja wesentlich mehr als nur das. Ich danke euch auf jeden Fall schon fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht. Und bis dann.